Far Cry Primal. Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Und wie ihr schon gesehen habt, es handelt sich hier um das Spiel Far Cry Primal. Ein Spiel, das gerade erst auf dem Markt ist, also neu im Handel erhältlich. Und das ich mir unbedingt zulegen wollte, musste. Und ich dachte mir, wenn ich es schon spiele, dann spiele ich es mit euch zusammen hier in einem Let's Play. Ja, ihr seht da oben schon mal das Spiel fortsetzen. Ja, wieso steht das doch ganz einfach? Bei der allerersten Aufnahme hat etwas mit dem Ton nicht geklappt. Das hat einfach den Ton vom Spiel nicht aufgenommen. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich klappt und ich es nicht nochmals aufnehmen muss. Ja, das so viel dazu wegen dem Fortsetzen oben. Das heißt, ja, ich spiele es halt ein zweites Mal, aber egal. Das Spiel der Anfang war so geil. Jetzt spiele ich gerne für euch auch ein zweites Mal nochmals durch. Und ja, ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Ihr lässt schon mal einen Daumen nach oben da für dieses Let's Play hier. Und damit noch weitere Folgen dann kommen werden. Und sonst, ja, was kann ich noch sagen? Far Cry, ja, mein letztes Far Cry war das Far Cry 2. Also das dritte und vierte hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber das Far Cry Primal hat mich extrem geflasht, weil es ja in der Steinzeit spielt. Und ja, deswegen der Grund, warum ich es mir gekauft habe. Wieder mal ein Far Cry zu spielen, wird sicher auch Spaß machen. Und es echt mit euch zusammen. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Und ich würde sagen, wir starten da gleich mal los. Fängt an bei 2016. Uhr oder der Jahreszähler geht zurück. Man hört es auf dem Hintergrund, dass es immer weiter zurückgeht. Man hört einfach die Zeitspannen am Ton. Leider keine Bilder, finde ich das schade. Aber auch so ist es doch eine coole Sache für einen Anfang eines Spiels. Kann man schon gehen weiter davon. Ja, wir sind auch schon bei BCE. 10.000 BCE. Jawohl. Mitteleuropa. Das sieht schon mal so richtig geil aus, der Anfang. Schaut euch den Typ mal an. Venia, unser Blut, unser Volk. Vor langer Zeit, viele Venia reisen weit. Wir haben da ja einen richtigen Reimer hier. Denn einige Venia finden Land Oros, voller Leben, Heimat für Venia. Aber dann kommen Gefahr. Udang, fleischfressende Krieger. Isila, Meister des Feuers. Neues Licht kommt. Unsere verlorenen Venia-Brüder. Sie gehen mit starkem Geist. Suchen nach Oros, suchen nach uns. Ubisoft präsentiert. Ein Ubisoft Montreal Production. Wow. Schaut euch das Mammut hier im Hintergrund an. Ja, ich weiß, es ist nachkommentiert. Nein, nicht nachkommentiert. Das heißt, man kommentiert. Ich kenne natürlich alles über sie. Aber trotzdem, auch beim zweiten Mal ist es extrem beeindruckend hier von der Grafik. Schaut euch dieses riesen Mammut an. Wie klein da der Mensch einfach wirkt. Bei solchen riesen Urtieren, also für uns ja Urtiere. Hier, wir sind ja auf der Jagd mit unseren Brüdern. Wir wollen natürlich einen Mammut erlegen, aber die riesen Mammuts
Die Sonnenuntergang ist so drin. Komm, Dakar, also wir sind Dakar. Und der hat richtig Freude an dem Ganzen. Habt ihr das gesehen in deinem Gesicht? Die Freude. So, jetzt können wir uns auch bewegen. Schaut euch das Mammut an, ein Riesenfliegen. Und wir sind einfach mitten drin, mitten in der Mammuterde da. Und das Chat wird das Freude machen. Wir sind ein kleines Mammut, rennen es von Herde, dann wir essen. Mampf, Mampf. Los, weil los rennt man und wir schlagen weiter. Auch kein Wunder, schaut doch mal diese Viecher hin. Wir reißen viele Sonnenbohnen an, wir töten Mammuts, wir essen, sonst wir sterben. Das Deutsche hier ist ein Brammel. Aber für mich als Schweizer ideal. Da, kleines Mammut, sei bereit, Dakar. Ja, wir sind schon lange über Dakar, das ist kleine Mammut. Jetzt schaut das Kleine, das ist ein riesen Viech. Und trotzdem, schaut euch das an, es ist das noch ein. Los! Los, los, komm, wir greifen es an. Komm, so schnell. Oh, fuck, daneben geholfen. Oh, schau, fuck, wir brennen. Wir brennen. Okay, gleich Fleisch essen, sehr gut. Und dem Mammut folgen. Komm. Komm schon, du Mammut. Wir brauchen die Speere auch hier abhauen. Das darf uns nicht angreifen. Oh, der hat gesessen. Letztes Spiel, komm schon. Oh, der hat gesessen. Das muss gewesen sein. Jawohl, wir haben das Mammut erlegt. Gute Jagd, Bruder. Gute Jagd. Ja, das haben wir wirklich souverän gemacht. Beim ersten Mal war ich nicht so gut wie in diesem Fall. Geist sei frei. Oh mein Gott, da kommt ein Tiger. Lass nicht rennen. Wegrennen. Und der erste Bruder ist. Komm. Also ich kann jetzt hier nichts mehr sehen, das ist alles fix, also gescriptet hier. Mein Gott, die haben keine Antwort, so einem Tiger. Und dem macht das Spiel überhaupt nichts aus. Dakar, ja was Dakar? Was denn? Er schmeißt uns einfach nach unten und wir fallen da. Oh mein Gott. Da ist alles gestrickt, ich kann da wirklich nicht steuern. Das ist alles fix gescriptet hier. Far Cry Primal. Das ist doch ein geiler Start für ein Spiel. Schaut euch meinen Bruder hier an. Der rechte Racke trotz immer auf. Ja. Nicht anhalten, Dakariade. Mit dir geht es zu Ende. Finde Land Oros, finde verlorene Wenige, Brüder. Werden wir machen, da du mein Leben gerettet hast. So, er ist von uns gegangen. Geist sei frei. Das gefällt mir echt, das Geist sei frei. Das ist so an die Indianer, wo wir ja kennen, die einfach das Leben von jedem Lebewesen, also das von Tieren und Menschen gleich behandeln. Einfach Geist sei frei, dass sie hier alles ehren.
Der Tiger, der ist nach da oben. Wir brauchen eine Waffe. Ja, wie können wir eine Waffe machen? Und ich weiß ja, wir müssen hier einfach Sachen zusammen sammeln. Und da gehen wir so schnell wie möglich da durch. Und da diesen Scanblick, das habe ich, weiß ich jetzt natürlich auch schon. Den können wir da perfekt einsetzen und alles aufnehmen, was nur geht. Komm, noch mehr Holz aufnehmen da. Und jetzt können wir, ich habe zum gesehen, wir können jetzt da den Bogen kreieren und jetzt bastelt er sich den Bogen zusammen. Perfekt. Sehr schnell gebastelt habe. So. Schau durch die Wunden bei der Haut, das sind da irgendwelche Rituale. Das war unglaublich. Sie fügen sich selber irgendwie Schmerzen zu als Ritual. Also wir sind da nicht irgendein Krieg, wir sind da schon ein etwas weiterer Krieger jagt. Um effektiv zu jagen, näher dich langsam der Beute und drücke Kreis zum Ducken. Halte R3 für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Das ist das, was ich vorhin gerade gemacht habe. Geh nicht zu nah heran, einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Das habe ich auch schon festgestellt, aber beim ersten Mal, die sind ziemlich aufmerksam, die Tiere hier. So, wir aufnehmen. Aber ihr seht hier unten links, unsere Energieanzeige ist doch ziemlich angeschlagen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da vorne sind die Tiere. Mal eines davon müssen wir uns schon etwas anschleifen. So. Direkt auf den Kopf und Headshot. Komm, so weit weg, ja. Aber jetzt haben wir das abgenommen, da und etwas voll. So, jetzt können wir das Tier häuten. Und wir können uns heilen, weil wir ja dadurch Fleisch bekommen haben und wieder volle Energie. So, jetzt müssen wir noch mehr Ziegen erledigen. Und da vorne haben wir sie doch. So, ducken wir uns. So. Ach komm, du blöde Ziege, zack, haben wir. Ja, die anderen rennen natürlich weg, ihr habt es gesehen, also da müssen wir wirklich aufpassen. Ja, sogar diese Info oben nicht weg. So, jetzt zeigt es uns an, dass wir 3 Ziegen erledigen müssen, 2 haben wir schon erledigt. Und da vorne ist die dritte. Komm, bleib stehen. Da haben wir noch was eine. So, die erledigen wir. Zack, vom Kopfschuss. So. Ausweiten. Fleisch, sehr gut. Nachkommt. Los, Schutz suchen oder Unterschlupf, keine Ahnung, was für sich entstanden ist. Aber ich weiß es ja, wir müssen da hin. Ja, man wird das alles Mögliche aufnehmen. Bis es wieder heißt, dass wir alles voll haben. Davon können wir nicht genug mitnehmen. Ja, wenn ihr noch fragt, wieso ich so leise rede, es ist schon ziemlich spät, gegen 1 Uhr oder 12 Uhr, nein, 12 Uhr, 1 Uhr, gegen 12 Uhr abends und da muss ich natürlich etwas leiser sprechen. Ich hoffe, die Tonqualität leidet nicht so stark drunter, denn ich habe es darauf gemerkt, es ist wieder nicht so gut, wie ihr es gewohnt seid, denn meine Kamera, also ich habe eine Videokamera genutzt für die Facecam und ja, am Samstag war ich hier an einem Event von der Joypad Liga und ja, da haben 1-2 Personen richtig aufgepasst,
Die Cam ist dadurch auf den Boden gefallen und hat entsprechend Schaden genommen. Und jetzt kann ich die entsprechenden Daten nicht mehr rüberziehen von der Cam auf meinen Laptop. Ja, ziemlich schade. Aber ja, ich bin schon dran, um das herauszufinden, also um für neueres Equipment, damit ihr wieder entsprechend gute Qualität in Sachen Ton bekommt. Ich denke, Videoqualität ist gut, die kann man so lassen mit der Logitech, die ich hier verwende. Komm, machen wir schnell das Feuer hier an. Aber eben die Tonqualität, die ist nicht so ideal. Aber ich hoffe, es stört euch nicht und es gefällt euch trotzdem. Und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da für diese Episode, für dieses erste Let's Play von Far Cry Primal. Und hier machen wir Feuer. Ja, etwas ungeschickt, da wie die Hölzer hinwirft. Aber trotzdem, das Feuer, es kommt immer größer, es brennt. Und wie macht ein Mann, wenn er Feuer gemacht hat? Ja, Feuer, Feuer, wir haben Feuer gemacht, ja. Oh, wir wärmen unsere Hände etwas auf. Und was sehen wir da? Einen Pfeil. Gemacht von Venia. Also Venia, das ist ja eine Art, also eine Rasse, wie es aussieht. Oder einfach, ja, doch eine Rasse, kann man so sagen. Checkpoint. Pfad ist dunkel. Ich mache Keule, um Feuer zu tragen. Mache Keule, Feuer tragen. So, und dann können wir da in das Menü gehen bei Handwerk und erstellen uns diese Keule. Und das sieht einfach nur geil aus, wie er hier auch wie die Keule sich zusammenbaut. Ziemlich schnell, also perfekt. Da schon einiges vorbereitet. Noch etwas, keine Ahnung, ist das Garn, Faden oder Leder, mit dem das festbinden, keine Ahnung, egal. Wir haben sie gebaut. Und jetzt zum Feuer, um die Keule zu entzünden. Und jetzt weiß ich auch, okay, müssen wir wieder Holz aufnehmen. Ja, wir können wieder Holz aufnehmen und jetzt da hinten den Busch abfackeln. Das Feuer, das sieht dann cool aus, aber das hier gefällt mir nicht besonders. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wie das Ganze hier zerfällt. Ja, sonst grafisch doch ein gutes Spiel, aber das hier, ja, war nicht wirklich, ja, ein grafisches Meisterwerk. Runter, okay, ich wollte klettern, aber jetzt sind wir halt gesprungen. Oh, da können wir jetzt noch weitergehen, wieder das aufsammeln. Ihr seht da die Spuren, das ist von der Venia hier, bei dem wir ja jetzt folgen. Und er legte hier einen Wolf, also es muss sich um einen starken Venia handeln. Häufig gerade gewesen mit Feuer. Und da vorne sehen wir auch schon einen Wolf, der heult. Den umlaufen wir doch einfach mal besser. Holz ist ja voll, ich Idiot. Aber auch das Schiefer. Nein, Schiefer ist noch nicht voll. So, da ist ein Wolf. Und da unten sind noch mehr Wölfe. Ja, beim ersten Mal habe ich versucht, die zu töten, hat nicht so gut geklappt. Und jetzt gehen wir einfach schnell durch. Einfach durchrennen hier. Zack, nach oben und durch und weg. Ja, so schnell kommt man an den Wölfen vorbei. Ja, das musste sein, weil ja, die Zeit sich da zu verschwenden macht keinen Sinn. Sondern ich wusste es einfach hier. Also, beim ersten Mal habe ich da gekämpft und es hat nichts gebracht. Also schnell durch, da können wir runterspringen ins Wasser. Jetzt ist natürlich logischerweise unsere Fackel aus, aber das hier ist, hier in der Höhle ist es hell genug. Also da haben wir absolut kein Problem, um auch so durchzulaufen. Habe ich auch beim ersten Mal so gemacht. Also ist nicht ein Vorteil, der mir da entsteht beim zweiten Mal durchspielen. Ihr habt ja gesehen, dass jemand vorher durchgelaufen ist, hat man jetzt mal gar nicht bemerkt. Wahrscheinlich, weil ich da mehr auf die Umgebung geachtet habe. So, jetzt da durchkriechen.
Es ist extrem dunkel, aber wird gleich wieder hell. Ja, die Ratten, die habe ich auch versucht zu töten, nicht hinbekommen. Ich glaube, das geht gar nicht. Also etwas schade wäre cool gewesen, wenn man die töten könnte. So, jetzt gehen wir aber schneller weiter durch. Zack. Durchlaufen. Also, da passiert wirklich nichts. Beim ersten Mal war ich da extrem langsam durchgegangen, weil ich Angst hatte, dass etwas passiert. So, jetzt in das Wasser. So, durchschwimmen. Ja, da hochen wollen wir nicht runter pushen. Jetzt müssen wir etwas aufpassen, denn da kommt der Tiger. Da hat man sich muss, schaut, dass da überall Blut. Man sieht auch, wo er da durchgelaufen ist. Eine Stinkwolke sieht man hier von dem Tiger, das ist ein Säbelzahntiger. So, komm, schneller tauchen wir. Da, Fische, Fische. Da, schneller wieder durchtauchen. Ah, da war eine Leiche. Aber jetzt sind wir durch. Und da oben seht ihr das? Da Leichen. Unglaublich, was Leichen. Gehen wir nach oben. Schaut euch die Leiche hier an. Also das ist kein Spiel für zartbeseitete Personen. Die Leichen, die hier rumliegen. Also, und das Blut, das ist... hat doch noch eine gewisse Brutalität, das Spiel. Und da, die Frau, und schau dich an, sie brüllt und hinter dich ist ein Tiger. Dreh dich um, du dummes Weib. Da ist ein Tiger. Und da kommt er, und greift sie an, komm, wir können ihn da vertreiben. Aber auch das ist hier geskript, aber ihr seht, ich mache da wirklich gar nichts. Das Ganze hier ist gescriptet, finde ich etwas schade, wäre gut gewesen, wenn wir da wirklich aktiv hätten eingreifen können. Vielleicht kommt es noch später im Spiel, dass solche Sachen mit Quicktime-Events irgendwie aufgefrischt, aufgewerten. Würde auf jeden Fall mehr Spaß machen, als es einfach nur anschauen zu können. Denn wenn solche Sachen sind, dann ja, dann weiß man, es wird nichts passieren. Das nimmt für mich etwas Spannung aus dem Spiel hier raus. So, aber wir haben es geschafft. Wir sind in Sicherheit. Vorerst natürlich. Vorerst einmal. Land von Oros entdeckt. Wir sind in Oros angekommen. Erstes Ziel erreicht. Und schaut euch das an, eine hammergeile Landschaft, diese Aussicht. Na, okay, das ist auch keine schlechte Aussicht. Da, du bist weniger, nicht aus Oros. Na, Oros, wie? Palu. Ich will es umdrehen. Ich bin Takar. Takar, Hassan. Und schaut euch diese Ohren, einfach Ohren als Halskette. Beim ersten Mal ist mir das schon gefallen, aber jetzt... weiß ich, wieso mir das so aufgefallen ist. Das ist von irgendeinem Film. Ich weiß nicht, wie der scheiß Film heißt. Fuck. Irgendwas mit Soldiers. Mit, war mit, glaube ich, mit Dolph Lundgren ist der Film da. Fuck, wie heißt der? Soldiers. Ja, egal, gehen wir zurück zum Spiel. Wenn ihr wisst, welchen Film ich dann meine, lasst mich das wissen mit einem Kommentar. Wen macht das schon wieder? Fuck. Ach komm, egal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Es ist mich echt wundern. Komm nicht mehr auf den Titel des Films. So, fertig. Jetzt vom übrigen Film gesprochen. So, gehen wir wieder zurück zum Spiel. Na okay, jetzt kommt der Checkpoint, ein Ladebild. Jetzt könnte ich wirklich darüber reden. Wir werden da, komm, wie war das? Dolph Lundgren, war da so ein Soldat. Die waren ja nicht tot. Also sie waren im Weltkrieg oder in Vietnam, da hat eben diese Ohren gesammelt, der Tod und dann ach, wieder will ich keine Ahnung. Komm, ja, so, gehen wir zum Spiel, das interessiert uns ja. Und nicht da irgendeinen Film. Und Essen. Ada. Ja, Essen. Ada, Hanna. Mampf. Ja, und was gibst du uns? Was soll das? Gib uns Fleisch und nicht da Beeren? Und dann noch so wenig Beeren, nicht mehr wollen Fleisch, wir brauchen Fleisch.
Aber wie gesagt, also Tucker, genieß es noch mal. Wir könnten einfach auch diese Pilze nehmen. Ein paar Magic Mushrooms wäre doch auch nicht schlecht. Ui. Udam Anführer, er zerstört Heimat von Menia. Udam töten viele Menia. Jetzt alle Wenier gehen allein. Keine Heimat in Urus. Aber sie sind auch dumm. Sie werden angegriffen nehmen und sie teilen sich auf. Einzeln. Ihr müsst zusammenhalten, dann habt ihr deine Chance, auch nicht alleine. Aber Tigerwunde tief. Ja, das glaube ich. Wenn du so dumm warst und mich angreifen wolltest, dann schaffst du es nicht zu hören. Ich helfe. Klar helfen wir dir, aber du musst uns dann auch dankbar sein, Lady. Grüne Blätter draußen, bring sie mir. Okay, typisch Frau. Typisch Frau. Okay, aber machen wir ja gerne für diese Lady, sie ist ja verletzt. Und hat uns eigentlich in die Sicherheit gebracht, obwohl wir sie eigentlich gerettet haben. So. Also weiter geht's da. Suche Grüne Blätter, um Tigerwunde zu heilen. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, dass wir da weitergehen können. So, wir gehen aber wieder auf den Bogen, der ist viel wichtiger, tiefe Wunden. So. Gehen wir da durch. Haben wir da was? Okay, wir müssen ja an zum Fluss gehen, klar. Und da runter gehen. Da bin ich beim ersten Mal nicht durchgelaufen. Okay, haben wir da auch. Der grüne Blätter? Nein, aber das blau, okay, einfach blau, hellblau. Okay, was sind das? Blaublatt. Okay, Blaublatt kann man sicher auch brauchen. Mal einen Fokus hier einstellen. Gibt es etwas? Ach, da haben wir Ziegen. Hey, ich hab dich doch erwischt. Hey, komm, blöde Ziege. Wir verlassen das Gebiet. Gescheitert? Was gescheitert? Wieso verlassen? Was war das denn? Gescheitert? Aber wir sind doch da. Wir sind doch jetzt hin dorthin gelaufen, wo wir waren. Aber nun egal. Jetzt sind wir ja. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir ja. Schaffen wir wo ganz anders. Ach, was Fluchsteine. Orte entdeckt. Okay. Ah, jetzt weiß ich. Wir sind ein bisschen. Letztes Mal bin ich über die andere Seite gekommen. Irgendwo da unten ist da einer, der einfach an den brutalsten Tod schlägt. Oder wo ist der? Da. Da unten ist der. Udam. Grauers Handan. Udam Fleischfresser. So, bleib ruhig, bleib. Hey. Oh, direkter Kopfschuss. Perfekt. So soll das laufen. Und da haben wir das grüne Blatt. So. Gehen wir da weiter rüber. Mal schauen, was haben wir eigentlich da oben? Oh mein Gott. Ey, was greift mich da an? Ey, was bist du denn für ein Fackentier? Jetzt greif mal. Du greifst mal irgendetwas an. Oh mein Gott, das sind Mammuts. Okay, dann. Wenn wir dorthin gehen, dann sterben wir garantiert. Also dorthin gehen macht Witz. Macht garantiert keinen Sinn. Aber da unten, ja. Ah, da unten haben wir noch. Und da haben wir auch noch ein paar Fleischfresser. So. Die töten wir direkt. So, komm schon. Kopfschuss. Hey, bleib stehen. So.
Headshot, jawohl. Und der zweite, komm. Und auch ein Headshot. Perfekt, so soll es laufen. Das ist doch perfekt gelaufen. Also ja. Ey, einfach eine Reh, das hier hinkommt. Oh, schaut euch das an. Was sind denn das für kranke Leute, diese Adams, Udams da. Diese Fleischfresser. So, noch ein Grünblatt. Dann haben wir die vier Grünblatt, die wir benötigen. Aber wir können noch mehr aufsammeln. Ja. Das ist etwas Blau. Das ist wieder ein Blaublatt. Was ist das da? Ja, Blaublatt, ja. Mal schauen, gibt es eigentlich etwas unter Wasser? Nein. Das sind ja jüngste, sehr viele Hirsche. Vollkopfschuss. Also muss man sich schon etwas konzentrieren auch. Also, es sind zwar nur Tiere, aber auch die muss man zuerst mal treffen. Oh mein Gott. Ein Wolf? Dann töten wir. Komm schon, du blöder Wolf. Hey, hau. Wo bist du jetzt? Hä? Da. Oh mein Gott. Der hat mir, oh mein Gott, der hat mich jetzt aber übelst erwischt. Ja, du musst mir uns heilen. Ach du meine Scheiße da. Wieder komm. Mein Gott, was kommt? Das war am ersten Mal gar nicht so. Oh mein Gott, ey. Ey, wir müssen uns heilen. Fuck! Also muss man wirklich aufpassen. Die Tiere hier, die sind aggressiv. Extremstens aggressiv. So. Da haben wir etwas Rotes. Oh, Warnung. Nein, nicht nochmals. Nicht nochmals. Oh. Glück gehabt. Glück gehabt. Aber wir müssen jetzt wieder Tiere legen. Wir haben jetzt natürlich sinnlos oder dumm Energie verbraucht, weil wir ja da auf einmal in einen Wolf kämpfen wollten und dann noch da ein Leopard oder Gepard war, das da gekommen ist. Ja, da unten haben wir ein Tier. Zwei sogar. Nein, ich will verschieße. Nein, das kann es nicht sein. Oh mein Gott, was bin ich für ein Null. Aber jetzt erwischt. Zweimal daneben geschossen. Unglaublich, unglaublich. Was bin ich denn für ein Anfänger hier? Das, da ist der. Hey, fuck! Was? So. Mann! Das war beim ersten Mal ich. Das ist ganz neu für mich. Ach du heilige Scheiße. Und jetzt mal habe ich einen anderen Weg genommen. Oh, da ist nochmals einer. Drei Stück. Hey, das, mein Gott, da muss man wirklich aufpassen. Das sind ja überall diese Vollidioten da. Komm. Hey, also, das habe ich nicht gehabt beim ersten Mal. Also gibt es doch, wenn man es niemals durchspielt, immer wieder ein paar
Neue Sachen. Ja, da bin ich beim letzten Mal durchgegangen. Ja, die hat das auch jetzt auch diese Ziege. Haben wir da sonst noch irgendwo Tiere da oben? Was ist das? Nein, kein Tier. Aber wir können ja sonst einfach mal hier rauf gehen. Da war ich nämlich noch nie. Oh, komme ich da nicht rauf? Doch. Eben. Wollte ich doch sagen. Oh, rauf da. Wow, schaut euch das an. Schaut euch diese Aussicht an, der Hammer. Aber keine Tiere. Also gehen wir wieder runter. Oder nein, wir müssen gar nicht runter, wir können da rüber laufen. Wir müssen ja eh zu unserer sexy Lady zurückgehen. So, und das sind wir. Seiler. Saila, Saila heißt sie genau. Führt eine Wunde. Aber das waren von so riesen grüne Dinge mit so kleine weiße Blätter. Macht keinen Sinn, aber egal. Leute, laute Schreie. Du hören? Schreie? Was machst du? Ah, okay. Sie spuck das aus. Drücke tief in Wunde. Tief rein. Wir drücken ihn dir tief rein. Kein Problem. Mache ich gerne. So. Gegen die Schmerzen lang. Etwas. Der Grünblatt. Matsch in die Wunden drücken. Und dann noch ein Pflästerchen drauf. Heile, heile, heile. Okay, es ist ja kein Pflaster, es ist ein Blatt. Die haben natürlich noch keine Pflaster. Also kommt ein Blatt drauf, aber trotzdem. Heile, heile, heile. So, jetzt geht es dir wieder gut und nicht sehr vielen Dank. Zeig dich dankbarer. Ich gehe Oros erkunden. Draußen viele Gefahren. Wölfe, Bären, Mammuts haben wir auch gesehen. Tiger, Geparden, da Bluthunde. Es gibt noch viel mehr. Da, in Israel wäre du sicher. Finde andere Wenir. Erzähle von diesem Ort. Ja, werden wir machen, du Ohrenlady. Neue Dorfbewohner plus eins für unsere wenigen Geschwister. Taka, sag ihnen diese Höhle sicher. Ah, das heißt, wir müssen jetzt da tiefe Wunden abgeschlossen, also etwas erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt neue Leute finden. Aber zuerst haben wir da ein Handwerk, wir können da etwas bauen. Einen Speer, das machen wir doch direkt. Okay, Rothundfell. Okay, da müssen wir die Roten, der uns angegriffen hat, den müssen wir noch zwei erledigen. Dann können wir dann 16 Pfeile tragen und nicht nur 8. Ich denke, das werden wir dann mal machen. Fähigkeiten, da haben wir noch einiges an Fähigkeiten. Gelände aufdecken, Pflanzen entdecken. Oh. Was haben wir hier? Primitive Heilung. Gedrückt, um manuell einen Gesundheitsbank zu heilen. Was haben wir? Heilen im Sprint. Da können wir im Springen, so im Rennen können wir uns heilen. Und da unten haben wir gerade plus einen Gesundheitsbalken. Und was sollen wir nehmen? Also, das habe ich vorhin auch nicht gesehen. Ist mir jetzt aufgefallen, dass ich also wirklich denke, was nehmen wir hier? Ich denke, ein Gesundheitsbalken mehr ist immer besser als das Heilen. Denn hat man ja mehr Zeit. Wir haben gesehen, wir sind ziemlich schnell angeschlagen. Also nehmen wir einen Balken mehr. Und dann ja beim nächsten Mal mal schauen, was da noch freigeschaltet ist und was uns dann etwas bringt. Und wir sehen hier, wir haben ja da noch weitere Charakteren. So wahrscheinlich werden wir die dann mal auch spielen können. Oder die bringen uns sonst irgendeinen Nutzen. Keine Ahnung, werden wir dann ja sehen. Und das werden dann ja auch
die Bewohner für unser Dorf. Silas-Hütte, Vogas-Hütte, Karos-Hütte, okay, das sind so Hütten, die man da erreichen muss. Wenig Stammbevölkerung, also es gibt da noch einiges zu erreichen. Für neue Stammesangehörige zu deiner wenigen Bevölkerung zu, indem du die im Land Oros befreist. Okay, wir müssen die finden und befreien. Da Leute, Beutetasche, also da haben wir auch schon einige Sachen zusammen. Oh mein Gott, das sieht man seltenes Weißwolffell, Streifenfell, also hier sieht man, gibt es also ein schwarzes Rothundfell, also gibt es einige Felle und Sachen. Also wir werden auch Vögel, oh, Rotbeißfisch haben, okay, wir müssen Fische erledigen. Das sind Beißfische, das sind irgendwie, da sieht es nach eine Art Piranhas aus. Also gibt es sich noch einiges zu holen. Ja, die Hilfe wegen das brauchen wir nicht. Das erfahren wir dann weiter. Wollen wir weiter? Nein, ich denke, ich drücke nochmal Start. Wir fahren nicht weiter. Ich beende es hier. Auch beim letzten Mal habe ich es nämlich hier beendet. Ich denke, die Episode geht schon recht lange. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Gebt Kommentare ab über das Spiel, vielleicht was ich verbessern soll, auf was ich achten soll. Vielleicht wisst ihr das schon. Mit Tipps und Tricks könnt ihr mich da unterstützen. Es soll ja ein Miteinander sein und nicht nur ein Ego-Trip von mir. Daher könnt ihr mir immer wieder sagen, wo ich dann meine Fähigkeiten wo verbessern soll. Ich denke, das könnte man dann auch irgendwie vielleicht noch dann einbauen in den zukünftigen Let's Play Folgen hier von Far Cry Primal. Aber ja, will das hier nicht noch länger machen, die Verabschiedung. Daher sage ich nur noch Daumen nach oben da lassen, in den Kommentaren abgeben. Meinen Channel abonnieren, wenn du noch mehr Let's Play von mir in Sachen Far Cry Primal sehen möchtest. Oder natürlich auch die FIFA-Sachen und auch die WWE-Serie werden weiterhin geführt. Mal schauen, wie viel Platz hier das Far Cry Primal einnehmen wird. Aber ich denke, so 2 Folgen pro Woche sollten sicher drin liegen. Vielleicht auch mal 3. Das wird man sehen. Vielleicht wird es dann das WWE nicht mehr so oft geben. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ihr werdet es sehen. Ihr könnt mir auch Vorschläge geben, wie ich das Ganze machen soll. Aber ich denke mir wahrscheinlich so im 3-Tages-Rhythmus so FIFA, Fragepalme, WWE, FIFA und so weiter. Einfach so laufen könnte man das Ganze doch irgendwie durchziehen. Gibt Abwechslung für euch, für mich. Ja, so mal mein erster schnell Gedanke, denke, der ist gar nicht so schlecht. Aber ihr könnt trotzdem sagen, mir vorstellen, wie ich das Ganze hier machen kann, damit es für euch interessanter ist. So, jetzt habe ich es wirklich nochmals in die Länge gezogen. Also, danke für das Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!